Die Ernährung der Zukunft mehr pflanzenbasiert, ganz klar für mich mit dem Ausrufezeichen, das ich noch an der Stelle platziert habe. Und wie sieht das konkret aus? Das ist der Inhalt der nächsten Folien. Zunächst mal Ernährung heißt, wenn ich jetzt in meiner Funktion als Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung spreche, Ernährung hat das Ziel, unseren Bedarf an Nährstoffen, die wir nicht im Körper selbst herstellen können, sondern die zufuhrnotwendig sind, dass wir diese Nährstoffe bekommen. Und über die Ernährung funktioniert das in der Regel sehr gut. Wir haben, wenn wir jetzt von der Situation in Deutschland ausgehen, wenig kritische Nährstoffe, weil wir uns sehr viele verschiedene Lebensmittel in hoher Qualität leisten können. Allerdings die Frage, die uns heute viel mehr beschäftigt als die ausreichende Nährstoffversorgung, ist, wie kann ich über die Lebensmittelauswahl, über mein Ernährungsmuster Krankheitsrisiken beeinflussen? Und da kommt eine beeindruckende Zahl ins Spiel, die vor 2 Jahren in einer wichtigen Publikation bekannt gegeben wurde. Es ging in dieser Publikation um die globale Krankheitslast, Global Burden of Disease. Und da hat sich in dieser Studie 2019 ergeben, zum ersten Mal, dass weltweit betrachtet die Ernährung, die Fehlernährung, die Todesursache Nummer 1 ist. Also die oberste Priorität, wo wir dann was ändern müssen und ändern können, um die Todesfälle, die ernährungsmitbedingten Krankheiten, die zu Todesfällen führen, um das zu verringern. Sie sehen, die Zahl weltweit sind 22% aller Todesfälle auf Fehlernährung zurückzuführen. Und für Deutschland gibt es aus dieser Studie konkret abgeleitet in der Wichtigkeit zwischen 1 und 15 platziert die Lebensmittelgruppen, die maßgeblich die Gesundheit fördern. Und da steht an erster Stelle wenig Vollkorn. Wir essen viel Getreide, aber meistens in Form von raffinierten Mehlen. Und wenn wir mehr Vollkorn essen würden, hätte das sehr viele Vorteile für die Gesundheit des Menschen. Ich habe bei dieser Auflistung die Lebensmittel fett gedruckt, wo es wirklich um Lebensmittelgruppen geht. Ich werde jetzt nicht über die einzelnen Nährstoffe sprechen, wie die Ballaststoffe oder die Fettsäuren. Sie sehen Vollkorn, die Nüsse, Obst, Gemüse, die Hülsenfrüchte. Also alles das, was die pflanzenbetonte Ernährung ausmacht, da essen wir in der Regel viel zu wenig, mit den Folgen, dass wir über dieses gesamte Ernährungsmuster ein erhöhtes Erkrankungsrisiko aufweisen. Sie sehen, dass Fleisch- und Wurstwaren wichtig sind, aber dass zum Beispiel auch zu wenig Milch und was wir aus der Milch machen, verschiedene fermentierte Produkte, Joghurt, Käse, dass ein zu wenig an Milch auch sich negativ gesundheitlich auswirkt. Und insofern sollten wir die tierischen Lebensmittel nicht komplett außen vor lassen bei der Frage, was ist die Ernährung der Zukunft, die sowohl die Gesundheit als auch das Thema Nachhaltigkeit mit berücksichtigt. Die 10 Regeln der DGE, die sind Ihnen alle vertraut. Da haben wir primär die Nährstoffversorgung im Fokus gehabt in den letzten Jahrzehnten, seit es diese 10 Regeln schon gibt. Wir haben in der Vergangenheit mehr und mehr den Krankheitsbezug beziehungsweise die präventive Wirkung der Ernährung mit thematisiert. Und wir haben auch in der letzten Ausgabe der 10 Regeln aus dem Jahr 2018 auch vermehrt Aspekte der Nachhaltigkeit adressiert. Das Thema Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung ist in vielen Publikationen in den letzten Jahren angesprochen worden und aus einem der vielen Schlüsselpublikationen eine sehr anschauliche Grafik, die auf den beiden Achsen, zunächst auf der X-Achse, abbildet, wie das Sterblichkeitsrisiko sich verändert mit einer zusätzlichen Portion an einem bestimmten Lebensmittel oder an einer bestimmten Lebensmittelgruppe. Und auf der Y-Achse in einem logarithmischen Maßstab, ein Index, der verschiedene Umweltindikatoren zusammenfasst. Und diese Abbildung zeigt somit
sowohl den Gesundheitsbezug als auch den Umweltaspekt. Und Sie sehen, eine Lebensmittelgruppe ragt eindeutig heraus. Das ist das rote Fleisch, also Rindfleisch, Schweinefleisch, Lamm zählt dazu und vor allem auch in Form von Fleischerzeugnissen wie Wurst, dass erstens die Sterblichkeit besonders stark gefördert wird mit jeder zusätzlichen Portion aus dieser Lebensmittelgruppe und wie, wenn wir uns jetzt den Umwelteinfluss dieser Lebensmittelgruppe betrachten und wie gesagt, wir haben eine logarithmische Darstellung, da ragt diese Lebensmittelgruppe eindeutig hervor. Sie sehen, die pflanzlichen Lebensmittel in grün sind in dem Bereich, wo wir einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben und einen moderaten Effekt auf die Umwelt. Null Effekte gibt es nicht, weil wir immer einen gewissen Input brauchen, Flächen brauchen, um pflanzliche Lebensmittel zu produzieren. Aber wir haben eine große Gruppe an pflanzlichen Lebensmitteln, die alle unter der 1-Linie liegen, das heißt gesundheitlich günstig sind. Und es zählen auch einige tierische Lebensmittel eindeutig dazu, sodass wir auch für die zukünftige Ernährung einen gewissen Anteil an tierischen Lebensmitteln berücksichtigen können. Diese Grafik zeigt Ihnen, das ist eine Grafik vom Weltklimarat, was würde sich denn in Bezug auf die Treibhausgasemissionen ändern, wenn wir abweichend von der bisher üblichen Ernährungsweise in der westlichen Welt verschiedene Ernährungsweisen wählen würden, die angefangen von einer veganen Ernährung komplett auf tierische Lebensmittel verzichten würden oder verschiedene Ausprägungen einer vegetarischen oder einer gemischten Ernährung, die aber sehr geringe oder viel geringere Anteile tierischer Lebensmittel beinhaltet, als das im Vergleich mit der typischen Ernährung in Deutschland der Fall ist. Und Sie sehen, all diese Ernährungsweisen führen zu einer deutlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen. Und ganz klar, wenn wir pauschal die vegane Ernährung uns anschauen, ohne jetzt die Aspekte, wie gesund ist so eine gewisse vegane Ernährung, trotzdem der Anteil tierischer Lebensmittel ist ein ganz, ganz starker zentraler Faktor in unserer Ernährung, der das Ausmaß der Treibhausgasemissionen massiv beeinflusst. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat heute, ist es auf der Homepage der Ernährungsumschau nachzulesen und im Juli-Heft der Zeitschrift dann auch publiziert, sich in einem Positionspapier Gedanken gemacht zu einer nachhaltigen Ernährung, wo wir die Aspekte nicht nur der Gesundheit, sondern Umwelt, soziale Aspekte, Tierwohlaspekte gemeinsam betrachtet haben, dass es für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine ganz wichtige Position ist, diese verschiedenen Aspekte in Zukunft im Zusammenhang mit der Ernährung noch mehr zu berücksichtigen. Und Frau Professor Renner wird in ihrer Keynote Lecture diese Aspekte auch noch intensiver vorstellen. So, was ist nun die Orientierung in Bezug auf eine nachhaltigere und gesundheitsförderliche Ernährung? Sie sehen hier sechs Berichte, die in den letzten 2-3 Jahren publiziert wurden. Es gibt noch weitaus mehr Berichte, die schon vor 2018 publiziert wurden, die alle eine ganz klare Botschaft geben in Bezug auf eine nachhaltige und eine gesundheitsförderliche Ernährung. Ein großer Konsens, der in diesen verschiedenen Berichten die unterschiedlichste Institutionen weltweit erarbeitet haben. Ich will in meinen weiteren Ausführungen auf die rechts aufgeführten zwei Berichte eingehen. Zunächst auf Eat Lancet und im Nachfolgenden dann auf die FAO-WHO Guiding Principles für eine nachhaltige, gesundheitsförderliche Ernährung. Nun, Eat Lancet, jeder redet drüber. Wir haben das gestern auch ein paar Mal schon in den verschiedenen Beiträgen gehört. Eat Lancet ist der Bericht, der es am bekanntesten sicherlich ist, hat nicht den Hintergrund, weil es der beste Bericht ist, sondern weil es ein Bericht ist, der sehr ein sehr gutes Marketing bekommen hat, wo sehr viele Players dafür gesorgt haben, dass Eat Lancet
bekannt wurde. Eine Reihe von Kritikpunkten, die es mit diesem Bericht und den Empfehlungen gibt. Das ist nicht das, was wir uns idealerweise als evidenzbasiert wünschen, sondern da ist sehr viel individuelle Einschätzung mit eingeflossen. Nichtsdestotrotz eine klare Empfehlung, die, wie gesagt, sich mit den verschiedenen anderen Berichten zu einer nachhaltigeren und gesunden Ernährung im großen Teil auch decken. Wie sieht das nun aus von den Empfehlungen? Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel Eat Lancet mit konkreten Zahlen zu den einzelnen Lebensmittelgruppen. Parallel dazu zeige ich Ihnen die Empfehlungen der DGE, wie sie derzeit lauten. Ich will an der Stelle auch anmerken, dass wir derzeit die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen der DGE überarbeiten und wir haben für diese Überarbeitung einen neuen innovativen Ansatz entwickelt, mit dem wir auch den Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit gemeinsam mit dem Gesundheitsaspekt und der Nährstoffversorgung berücksichtigen. Dieses Modell ist derzeit noch in der finalen Entwicklung und wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr dieses Modell mit der Öffentlichkeit vorstellen können. Und ganz rechts in der Spalte sehen Sie noch die reellen Zufuhrmengen für die entsprechenden Lebensmittelgruppen aus der Nationalen Verzehrsstudie 2. Um das Ganze hier relativ kurz nur zu behandeln, rot markiert der entscheidende Unterschied. Sie sehen, wenn wir die Gemüsemengen, die bei Eat Lancet empfohlen werden, uns anschauen, die liegen bei 200 bis 600 Gramm als Mittelwert. Und bei Eat Lancet muss man immer berücksichtigen, das ist eine Empfehlung für die gesamte Welt. Und je nach den Möglichkeiten, je nach der Kultur, Ernährungsgewohnheiten gibt es eine gewisse Spanne von sehr wenig bis sehr viel. Als Mittelwert gelten die 300. Die DGE sagt mindestens 400. Allerdings hat die DGE zum Beispiel die Hülsenfrüchte damit eingeschlossen. Und bei Eat Lancet bekommen die Hülsenfrüchte, sind eine eigenständige Lebensmittelgruppe, wo es eine Mengenempfehlung in dieser Größenordnung als mittleren Wert von 75 Gramm gibt. Sie sehen, das ist ja nichts Neues, wir essen in Deutschland viel zu wenig Gemüse, wir essen zumindest zum Erhebungszeitraum von der NVS 2 praktisch keine Hülsenfrüchte. Ja, bei Obst auch hier relativ ähnliche Empfehlungen. Die DGE hat die Nüsse mit eingeschlossen, was bei Eat Lancet ein Extraposten ist. Auch hier haben wir einen geringeren Verzehr als von beiden Institutionen empfohlen. Ganz kontrovers diskutierter Punkt, vor allem bei Eat Lancet, kommt die Milch und Milchprodukte sehr schlecht weg, allerdings mit einer wirklich schwachen wissenschaftlichen Argumentation. Das ist wirklich nicht gut begründet. Trotzdem, Sie sehen, wenn man in Milchäquivalenten die Zahlen sich anschaut, ein Bereich von 0 bis 500 Gramm. Der reelle Verzehr liegt bei 443 Milchäquivalente in Gramm ausgedrückt. Die Empfehlung liegt deutlich höher der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie führt, wie gesagt, zu einem Verzehr, der in dem Bereich, wie von Eat Lancet empfohlen, liegt. Beim roten Fleisch natürlich der reelle Verzehr sehr hoch. Die Empfehlungen von DGE und Eat Lancet, die sind praktisch identisch, weil wir uns da beide Institutionen wirklich an den wissenschaftlichen Daten zur gesundheitlichen Wirkung von rotem Fleisch beziehen. Und von daher auch passt es, dass für beide die Zahlenwerte hier relativ gleich sind. So, ich will weitermachen mit dem Aspekt der finanziellen Möglichkeiten, so eine von Eat Lancet propagierte Ernährung umzusetzen. Sie sehen im oberen Teil dieser Grafik, für Länder mit einem hohen Einkommen ist das relativ bezahlbar, gut bezahlbar. Je geringer das Haushaltseinkommen ist, umso größer ist der Anteil des Haushaltsbudgets. Sie sehen Zahlenwerte, die praktisch bei Low-Income-Ländern das komplette Budget erfordern würden, um Eat Lancet umzusetzen. Und je nach Region der Welt ist es entsprechend leicht
oder entsprechend sehr schwierig, weil einfach viel zu wenig Geld da ist, um die entsprechenden Mengen zum Beispiel an Gemüse und Obst dann auch bezahlen zu können. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der zum Beispiel von Eat Lancet überhaupt nicht betrachtet wird, weil Eat Lancet sich ausschließlich mit der agrarischen Produktion von Lebensmitteln befasst. Die Frage, die hier mit dieser Publikation aufgestellt wurde, wie ist es nun mit der Bedeutung für die Umwelt, wenn wir uns die Lebensmittelkette betrachten? Und da gibt es eine Arbeit, die vor fast 10 Jahren oder 8 Jahren schon sich mit diesem Thema intensiver befasst hat und neuere Berichte zur nachhaltigen Ernährung und gesundheitsförderlichen Ernährung, wie der Bericht aus UK, adressieren weitaus mehr die Frage, was passiert denn nun mit den produzierten Lebensmitteln, wenn sie vom Feld kommen oder wenn sie vom Stall kommen. Es gibt verschiedene Phasen im Verlauf der Lebensmittelkette, wo Aspekte der Verarbeitung, der Lagerung, natürlich auch der Abfall, der im Verlauf der Lebensmittelkette entsteht, wie lagern wir Lebensmittel, über welche Zeiträume, all das sind nochmal wichtige Aspekte, wo wir auch die Möglichkeit haben, den belastenden Einfluss von Lebensmitteln in Bezug auf die Umwelt zu reduzieren. Und noch ein letzter Aspekt dazu. Wir müssen aufpassen, denke ich, dass wir mit dem Ziel der Nachhaltigkeit nicht so weit gehen, dass wir Lebensmittel zwar in Bezug auf die CO2- oder Treibhausgasemissionen stark reduzieren, aber wir auf der anderen Seite Lebensmittel bekommen, die hoch verarbeitet sind, ein pflanzlicher Burger, eine pflanzliche Wurst. Wie gesund sind solche Lebensmittel? Wir wissen das nicht, weil wir gar keine Daten dazu haben und inwieweit die Emissionen, der Klimaeinfluss durch solche starke Verarbeitungsprozesse stattfindet. Auch dazu gibt es noch nicht wirklich verlässliche Zahlen. Interessant fand ich aus der Nutrinet Santé Studie die Information, dass Menschen, die sich vegan ernähren, fast 40% ihrer Energie, die sie täglich aufnehmen, in Form von stark verarbeiteten Lebensmitteln aufnehmen. Und da müssen wir aufpassen, denke ich, dass wir den Gesundheitsaspekt nicht aus den Augen verlieren. Ich komme nun zu dem weiteren Bericht, den ich schon erwähnt hatte, auch 2019 publiziert von FAO und WHO, Guiding Principles für eine nachhaltige und gesundheitsförderliche Ernährung. Ich fasse das zusammen in 4 Punkten, beziehungsweise so ist das in diesem Bericht zusammengefasst, der sehr umfangreich ist und diese 4 Punkte lediglich eine Zusammenfassung der wichtigsten gesundheitsbezogenen Aspekte darstellt. Ein erster wichtiger Punkt, der in der Diskussion selten erwähnt wird, wie ist die Ernährung in den ersten Lebensjahren? Hier ist es ganz wichtig, das Thema Stillen zu betonen. Stillen hat nicht nur gesundheitliche positive Effekte, sondern wenn nicht gestillt wird, dann brauchen wir tierische Lebensmittel, Kuhmilch in der Regel, oder wir brauchen Soja, Mandeln etc., wo es in der Regel die Alternative des Stillens gibt. Und von daher der Aspekt, der wenig beachtet wird. Dann im zweiten Aspekt ist das Thema wenig verarbeitete, nicht verarbeitete oder wenig verarbeitete Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen. Natürlich eine ausgewogene Ernährung, die pflanzlichen Lebensmittel im Vordergrund und die stark verarbeiteten Lebensmittel, hier kommen die Fleischerzeugnisse, die Weißmehlprodukte, aber auch die gezuckerten Getränke ins Spiel, die zu reduzieren. Auf der Ebene der Lebensmittelgruppen, die Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, die Nüsse, Früchte und Obst, so wie das bei Eat Lancet, wie das bei den 10 Regeln der DGE der Fall ist. Und eine gesundheitsförderliche, nachhaltige Ernährung kann moderate Mengen an tierischen Lebensmitteln beinhalten. Das passt zu dem landwirtschaftlichen holistischen System, dass wir die Tiere mit einbeziehen, dass wir berücksichtigen, dass Flächenlandwirtschaft oder
Landflächen nichts anderes als Gras ermöglichen und insofern Wiederkäuer, die das Gras in hochwertiges tierisches Protein umwandeln, ganz wichtig ist in diesem gesamten Konzept. Herr Watzel, ich bitte Sie, zur Zusammenfassung zu kommen. Wir sind schon, Folie. Wunderbar. Der Bedarf muss steigen. Wir haben die Vorgaben für Gemüse, für Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkorn. Ich habe hier vermerkt, dass wenn wir entsprechend der Vorgaben Gemüse und Obst konsumieren, dann würde das schon 40% der Kosten einer gesundheitsförderlichen Ernährung ausmachen. Und der Aspekt zum Beispiel Mindestlohn ist etwas, was in so einem Thema der nachhaltigen Ernährung sicherlich auch ein wichtiger Aspekt ist. Milchäquivalente hatte ich angesprochen. Da denke ich, können wir, so wie wir den Milchkonsum haben, das belassen. Und der Bedarf an rotem Fleisch, wie vielfach schon gesagt, der sollte deutlich reduziert werden. Schlussfolgerung: In der Wissenschaft besteht Konsens darüber, wie eine gesundheitsförderliche und ökologisch nachhaltige Ernährung zusammengesetzt ist. Das Ernährungssystem muss ganz klar länderspezifisch an die Erfordernisse einer nachhaltigen Ernährung ausgerichtet werden. Das machen wir heute mit diesem nationalen Dialog. Ein Ernährungsmuster mit einem hohen Anteil an rotem Fleisch, wie das bei Weißem ist, können wir noch diskutieren, steht konträr zu einer nachhaltigen Ernährung. Ich habe jetzt aus Zeitgründen nichts dazu gesagt, wie wir in Zukunft und jetzt ja auch schon Fleisch oder Milch produzieren. Wir werden in Zukunft mehr über In-vitro-Fleisch reden, auch über Precision Fermentation, dass man zum Beispiel keine Kuh mehr braucht, die Methan abgibt, um bestimmte Milchprodukte herzustellen, sondern wir haben in Zukunft möglicherweise geschlossene Kreisläufe mit Fermentern, die uns solche Produkte ermöglichen. Und ein deutlich höherer Anteil pflanzlicher Lebensmittel als derzeit üblich, wenig verarbeitet, ganz wichtiger Aspekt, der ist erforderlich. Vielen Dank.